Radeln fürs Klima und die eigene Gesundheit. 278 Bürger aus Stadt und Landkreis Coburg haben sich im Sommer an der bundesweiten Aktion Stadtradeln beteiligt. In einer kleinen Feierstunde im Landratsamt wurden die jeweils bestplatzierten Radler ausgezeichnet und die Gemeinde aus der Region mit den meisten Kilometern pro Einwohner geehrt. Zum achten Mal beteiligten sich Stadt und Landkreis Coburg an der Aktion Stadtradeln. Der diesjährige offizielle Start fand am 23. Juni beim Roll- und Rennauftakt in Altstadt statt. Der Aktionszeitraum lief bis zum 13. Juli. In diesen Wochen konnte jeder Radkilometer für den Klimaschutz gesammelt werden. Bei einer Pressekonferenz wurde das regionale Ergebnis vorgestellt. Die Region Coburg kann stolz sein auf rund 96.000 gefahrene Radkilometer, die insgesamt 13.600 Kilogramm CO2 vermieden haben. Deutschlandweit haben es die rund 407.000 Radler auf mehr als 77 Millionen Kilometer gebracht. Der ausgelobte Preis für die Kommune mit den meisten Kilometern war eine Fahrradabstellanlage im Wert von 1.000 Euro. Die Lautertaler schafften sportliche 4,92 Kilometer pro Einwohner und haben sich vor Dörfles-Esbach und der Gemeinde Itzgrund knapp den ersten Platz gesichert. Die besten Einzelradler werden ebenfalls geehrt und bekommen eine hochwertige Fahrradtasche. Die meisten Kilometer auf dem Rad hat Isabel Sommer vom Team SSK abgestrampelt. Sie hat sagenhafte 1.707 Kilometer zurückgelegt und landet vor Oliver Luthardt und Udo Bühling, beide vom Team MS Sweetie, ganz oben auf dem Treppchen. Alle drei Landkreisradler waren besser als der Beste aus der Stadt. Dort brachte es Professor Stefan Kalkhoff vom Team Hochschule auf 1.164,5 Kilometern.